Hallo Leute, ich muss euch sagen, das war jetzt gerade eben echt zum Kotzen. Ja, ich weiß, dass ich das auch noch rausschneiden werde. Ich muss jetzt gerade noch mal hier ein paar Sachen erledigen. Nein, doch nicht. Ah, Moment, jetzt ist nur die Frage. Gerade die Frage. Ah, okay. So, ach so, ja, da. Ja, man sollte natürlich auch über den Ton ausmachen, wo mein Ding ist, habe auf meinem Kontrollmonitor hier gerade mal geguckt. So. Ja, also, kurz zu sagen, ich machte gerade mein OBS auf, alles sah ein bisschen komisch aus. Das waren zwei Sachen, die waren völlig verschoben. So, und da habe ich gedacht, okay, gut, irgendwas stimmt da nicht. Naja, egal, passt. Mach's dann, starte meinen Ton und nichts funktioniert. Das kommt davon, wenn man sich nicht vorher darüber informiert, ob alles funktioniert oder nicht. Passiert mir nicht nochmal, definitiv, das weiß ich. Ich muss jetzt alles von Hand neu einstellen. Es ist immer noch nicht alles ganz so, wie es sein soll. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen und dass das im Spiel nicht so rüberkommt, aber passiert. Also seht mir nach, wenn es heute nicht ganz so toll läuft, wie es soll ist. Aber lieber zu spät als gar nicht, habe ich mir gedacht. Und bin ja jetzt da. Und wir starten dann natürlich jetzt gleich. Ich werde jetzt gleich OBS rüberziehen auf den anderen Monitor, damit wir da hier in Ruhe spielen können. Ein Hallo geht natürlich erstmal an den Kistenkater, an die Xaotina und an die Lady Asmodana. Von denen weiß ich, dass sie da sind. Und das sind ja meine Stammzuschauer. An die Lady Asmodana natürlich auch ein Dankeschön für das erneuerte Abo und damit der dritte Monat in Folge. Ey, Prago, das ist die erste. Du bist ja auch die einzigste momentan, die abonniert. Aber immerhin, man muss ja sagen, 3 Monate am Stück ist schon mal nicht schlecht, auch wenn es ein Prime-Abo ist. So, gut. Ich weiß, Kistenkater müssten wir auch nochmal machen. Dem habe ich das versprochen gehabt, dass er da auch mitmachen kann. Ich wechsle jetzt als erstes mal. Nein, ich ziehe jetzt als erstes mal eins. Ich ziehe hier nämlich hier mein Dings rüber. So, ich muss hier ein bisschen hantieren, weil ich heute ein bisschen anders am Arbeiten bin, als ich dachte. So, ich will ja auch natürlich wissen, dass ich im Unterding so der Chat funktioniert. Hoffe ich zumindest. Wenn ich was übersehen sollte, bitte ich um Entschuldigung. Ich habe das, ja, wie gesagt, das passt heute nicht ganz so, wie es sein soll. Aber wir kriegen das hin. So, dann gehe ich jetzt mal ins Spiel rein. Aber beziehungsweise ich wechsle natürlich erstmal hier die Szene, weil wir spielen ja heute und das heißt, ihr seht natürlich nichts. Also mich nicht. So, wir spielen nämlich weiter bei Eye of the Beholder. Spiel starten. Ich glaube, das ist auf dem dritten Monitor. Das kleine. So, jetzt brauchen wir Press any key to start. Dann haben wir die 4 und wir haben die 1 und wir haben das. Ja, und dann geht es auch schon los. Und dann kommen wir hier rein. So, Spiel laden. Sehr schön. Gut. Na komm, lad mir das Spiel. So, ich muss nämlich sagen, ich habe vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt endlich Karten gefunden. Ja, man soll es nicht glauben, im Internet, in den Tiefen des Internets findet man Karten. Und damit konnte ich jetzt agieren. Und konnte gucken, dass ich da jetzt endlich was habe. Das Problem ist, ich weiß ungefähr auf welcher Höhe ich bin. Ich weiß aber nicht genau, wo ich. Ah, doch, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah, okay. Ich habe den Raum gefunden, wo ich bin. Ich habe den Raum gefunden. Ich muss nur gerade mal kurz einen X dahin machen. So, ich stehe jetzt hier. Genau. Ah, okay, gut. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich weiß, wo ich bin. Und ich weiß, wie wir jetzt vorankommen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier nämlich ein paar Eindings. Das ist, dahinter ist. Wir wollen. Ich will ja jetzt wieder nach oben. Deswegen werde ich jetzt gerade mal gucken, wo wir. Wir sind in 9. Ich muss gucken. Wir müssen. Also ist X8, X1, X3, 4, 5, 6. Und 6, okay. Also wo ich bin da ist X1. Okay, gut. Dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt dahin kommen, wo wir hinwollen und hoffen, dass wir da auch hinkommen. So,
Gehe ich durch die Tür? Nein, ich gehe nicht durch die Tür. Ich gehe hier lang. So, genau. So, perfekt. Das ist genau so, wie ich dachte. So, jetzt gehen wir dadurch, 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 dadurch. So, wir rennen jetzt hier wunderbar schön lang. Jetzt bin wir da. Genau da müssen wir durch. Ich weiß jetzt aber nicht. Ah, das ist einer von diesen Katzen. Das ist eine. Okay, trotzdem, wir probieren es. Wir probieren es. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ach, Scheibenkleister. Da kommt gleich die nächste. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ach, verdammt, da ist schon wieder die nächste. Nein, ist. Ha, perfekt, wir haben es hingekriegt. Das ist doch wunderbar da. Also, das freut mich jetzt richtig. Wow, da ist schon. Ah, Scheibenkleister! Ich hab mir doch zu. Halt! Scheibenkleister, ja, okay, gut. Das war's dann für heute erstmal wieder. Nein, nein, das war's natürlich nicht. Hallo? Warum funktioniert das jetzt nicht? Ah, okay. Oh Mann, 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 Mann. Ja, jetzt geht mir hier meine ganze Truppe drauf. Jetzt geht mir hier meine ganze Truppe drauf. Ja, da ist der nächste, der ist kaputt, der kaputt ist so. Da habe ich nur noch die eine hier. Komm, komm. Ja. So, jetzt sind wir da, aber das nutzt uns natürlich nichts. Wir müssen das Spiel wieder laden. Und das war jetzt natürlich nicht Sinn der Sache. Aber gut, wir wissen, wo wir sind. Wir wissen, dass dahinter Dings ist. Wir werden, ich werde mal gucken, dass ich das hinbekomme. Wir gehen doch jetzt durch die Tür. Und ich bin mal gerade am gucken. X2 ist nach unten. Das ist natürlich nicht das, wo wir hin wollen. Wir wollen ja nach oben. Also muss ich jetzt da. So, dann gehen wir hier rein. So, das Problem ist. So, jetzt gehen wir hier rum. Ah, okay, die habe ich ja auch schon, die habe ich schon umgenietet. Ah, okay, gut. Ah, das ist natürlich praktisch. Gut, da war ich schon. Also da war dahinter, also in diesem Raum hier eigentlich sind Dunkelelfen. Und die habe ich aber zum Glück schon erledigt. Das war der Vorteil. Das heißt, wir kommen jetzt hier wunderbar schön dahin, wo wir hinwollen. So, hier geht es jetzt nach oben. Jetzt hoffe ich nur, dass wir. Nach oben. Moment, jetzt muss ich erst die nächste Karte holen, damit wir wissen, wo wir sind. So, und zwar X1, das ist 7. Da will ich aber nicht hin. Wo? Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das? Ah, X1 zu X2. Ah, sehr schön, sehr schön. Das heißt, ich muss hier jetzt X2 gucken. Das ist da. Okay, gut. Also, dann gehen wir mal nach vorne. So. Nach da geht es nach ein paar Schritten zu einer. Zu einem. Okay, also wir wollen nach da. So, bin ich hier und genau da müssen wir. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin jetzt aber mal ganz links. Ich will jetzt erstmal schnell speichern, damit wir hier jetzt wissen. Jetzt ist schön, jetzt kommen wir nämlich hoch. Ich will nämlich. Definitiv wieder nach oben zurück und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte gerne, dass wir ein bisschen von oben nach unten arbeiten. Das heißt, A, dass wir dann ein bisschen mehr in den oberen Etagen hinkriegen, wo wir mehr EP bekommen und dann damit natürlich auch ein bisschen die Charaktere nach oben stufen. Und weiter oben findet man auch noch ein paar Sachen. Deswegen will ich jetzt langsam so durch die ganzen Ebenen durch. Ich will jetzt gerade gucken, wo wir von hier aus als nächstes einen Aufgang hätten. Das wäre da X1. X1 ist nach 7. Gut, ich will mal gucken, ob wir das hinbekommen. Also, ich bin jetzt hier. So, da. Wenn ich jetzt nach da gehe. Wäre ich nach darüber geboren. Also gehe ich hier hin. Zack, zack, zack. Ah, okay, zack, okay, gut. So, jetzt ist natürlich die Frage. Süden, das ist richtig. Das heißt, ich müsste jetzt hier
rein. Da ist aber eigentlich, normalerweise ist da nichts, okay. Habe ich mich jetzt doch verirrt? Nee, nee, ich bin doch richtig, ich bin richtig, ich bin richtig, genau. So, da dahinter liegt was, das wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt hier lang. So, wir gehen den Gang entlang bis zum Ende. Zack. So, da. So, genau. Und jetzt laufen wir den Gang ganz nach unten oder auch nicht. Na gut. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So nicht. Damit fangen wir gar nicht erst an. Damit wir das gleich mal hier wissen. Also so nicht. So nicht. Ja, so kann das gehen. So. Den Stein, den kriegt natürlich wieder unsere Priesterin. So, zack. So, und jetzt. Wow. Scheibengleister, jetzt hat es unseren ersten natürlich voll erwischt. So, das war jetzt natürlich nicht ganz so gut. Wo wollte ich denn jetzt hin? Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Zack. So. Machen wir hier aber erstmal schnell gucken, ob wir hier ausruhen können. Damit wir unsere Charaktere wieder auf hochheilen. So. Das Schöne ist, wir sind jetzt schon so lange da unten drunter. Die oben denken wahrscheinlich schon, dass wir schon ewig tot sind. Wäre übrigens mal schön zu wissen, ob ich gut zu hören bin. Da würde ich mich drüber freuen, wenn das mal rumkommen würde. Aha, okay. Ich habe hier gerade ein Däumchen hoch bekommen. Das heißt, ich bin gut zu hören. So, jetzt machen wir zack, 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 zack. Nein, zack. Was war das jetzt? Was war das jetzt? So. Machen wir das mal zack. Und zack. Okay, so. Gut. Bevor jetzt aber hier was passiert. Ach so, da ist ja noch ein. Da habe ich ja noch einen Pfeil liegen. Eieiei. So, zack. So, jetzt haben wir das. Aber weil unsere Priesterin ja gerade etwas aus der Puste gekommen ist, wird jetzt natürlich erstmal schnell. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst, wo man hinrennt. Das passiert immer wieder mal. So. Dadurch, dass sie natürlich. So, jetzt brechen wir mal ab. So, jetzt machen wir nochmal neu. Jetzt kann sie sich nämlich hochheilen. Wupp, wupp, wupp. Und fertig. Sehr schön. So soll das sein. Und wir speichern mal zwischen, damit wir wissen, dass wir das erledigt haben. So, gut. Okay, jetzt geht's einmal hier rüber. Einmal nach da, zack, zack und zack. So. Jetzt sollte da gleich nochmal ein Fisch kommen. Genau, da ist er. Perfekt. Sehr schön. So, jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen. Drei Türen. Einmal durch. So, jetzt gehen wir nach da und nach da und schwupps sind wir auf der Ebene 7. So schnell geht das. Seht ihr mal, wie schnell man nach oben kommt. Und zwar ist das die, das war jetzt XXX1 und wir kommen dann da hoch bei X4. Ja, ich schummel ein bisschen, gebe ich zu. Wobei ich schummel eigentlich nicht, weil Karten sind ja erlaubt. Wäre das Programm heute in der heutigen Zeit, hätten wir eine direkte Kartenfunktion und könnten direkt reingucken. So ist das halt nicht funktioniert, aber ich hatte gesagt, X4, gell, ja, X4, heißt, wir sind da. So, und wir wollen natürlich noch ein Stückchen weiter hoch. Das heißt, wir wollen auf die Ebene 6. Wir sind ja Ebene 7. Oh, jetzt muss ich gucken. Da kommen wir nicht. Da kommen wir auch nicht. Okay. Das war der Gang, den ich nicht nehmen wollte. Aber ich gucke mal, ob es funktioniert. Na, das funktioniert nicht, weil da geht es rein, aber auf der anderen Seite nicht. Was ist denn da Q1? Ah, okay. Ah, okay. Wenn man da drin ist, wird man dahin teleportiert. Ah, okay. Natürlich.
Interessant. Gut, von der anderen Seite könnte man reinkommen, aber das schafft man nicht. Gut, okay, also das war jetzt gut gedacht, aber schlecht ausgeführt. Wir müssen wieder runter, weil das ist nämlich genau ausgerechnet der Aufgang, der uns nichts nützt. Weil das ist da, wo wir dann am Ende, ich glaube, von der zweiten oder dritten Reise, die wir gemacht haben, also Tag, da war es da, wo die Dunkelelfen hinter der Tür sind und wir natürlich nicht weiterkommen. Deswegen ist das da ganz blöde, wenn wir uns da überlegen, dann entsprechend da zu agieren. Deswegen werden wir das jetzt mal ganz anders machen. Wir werden jetzt einfach mal weiter marschieren. Und zwar, ich bin hier und wir haben den nächsten Aufgang. Ja, ich hätte in die andere Richtung gehen sollen. Ich muss jetzt gucken. Wir müssen jetzt auf die ganz andere Seite rüber. Ja, genau. Also, wir sind dahin. Wir müssen da lang, dann kommen wir dahin. Da lang, nee, jetzt, wie kommt man jetzt von dahin nach da? Moment mal, Q4 ist von. Moment, ich habe hier Q4, aber ich komme nicht nach Q4. Ah, doch, da. Vom Level 7, O1. Okay. Oh, wie komme ich jetzt aber dahin? Also, muss ich mal gucken. Das ist sehr, sehr interessant. A2. Gib mir einen kleinen Moment. Ich muss gerade mal kurz schnell gucken, wie ich hier weiterkomme. Ah, was ist das? Portal von Level 10. Das nutzt. Achso, nee, da. Portal von Level 10. Das nutzt mich gar nichts. Nehmen wir ein Portal. Gut. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Es ist eine gute Frage, wenn ich die beantworten könnte. Also wenn ich da gehe, O2, da geht es nach unten. Ich gehe mal eins noch, guck noch mal gerade hier. Wir sind über X1 ist zu X4, das war hier. Gut. Nein, Moment. Ich bin hier X1 hochgekommen. Nein, Moment, ich bin jetzt da. Und bin hier zu X4. Ich bin da. Nein, das war falsch. Ich bin dann. Bin ich denn dann hoch? Also das nützt mich nichts. X2 nochmal, das ist zu Level 9. 2 ist zu Level 9 und zwar X2 Level 9, X1. Ja, das heißt, wir müssen gucken, dass wir über eine andere Ebene nach oben kommen. Gut, also zurück das Ganze und gucken, dass wir wieder dahin kommen, wo wir sind. So, wir sind jetzt da. Jetzt laufe ich also hier durch diese drei Türen durch. Da kommt der Feuerball. Gut. So. Das ist der zweite Feuerball. Gut, das war jetzt nicht so intelligent. So, und jetzt nach da. Gut. Okay, gut. Also machen wir jetzt mal hier weiter. Wir gehen jetzt wieder im Endeffekt genau dahin, wo wir hergekommen sind. Oder auch nicht. Weil wir dämlich sind, weil wir die falsche Ebene lang gelaufen sind. Aha, okay. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Genau. Genau, genau. So, und jetzt machen wir hier und gehen den Weg bis zur Wand. So, dann sind wir da. Gehen nach da, 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 da und da. Halt, eins, zwei, da. Da geht es nämlich wieder runter. So, genau, da geht's runter. Und da machen wir uns jetzt runter.
So, und dann sind wir in der Ebene 9. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir von der Ebene 9 irgendwie nach oben kommen. So, wir sind jetzt bei der Ebene 9. Wir waren hier runter bei x2, Ebene 9 zu x1. Wo ist x1? Wo ist x1? Wo hatte ich x1? Ich hatte doch gerade x1. Da ist x1. So, das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir brauchen das Portal A1. Wo ist denn das? Das geht nach 7 hoch. Portal, da ist A1. Okay, gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Portal. Wir kommen jetzt hier runter, gehen hier geradeaus. So. Und dann laufen wir den Gang hier runter, genau. So, da ist eine Inschrift. Und da ist eine. Es muss aber funktionieren. So. Und jetzt machen wir uns in diesen Raum, genau, so. Und da haben wir. So, und jetzt ist die Frage, welches Zeichen fehlt da? Was haben wir denn da? Also, wir haben das große und das kleine. Ah! Das ist genau der uns hier fehlt. Zack. Und schon funktioniert es. Und schon sind wir auf Level 7. Und zwar ist das Portal A1 zu Level 7 A2. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. So, jetzt können wir den erstmal wieder wegpacken. So. Genau. Wir sind bei A2, das heißt, wir sind da und wollen jetzt natürlich nach oben. Das heißt, x6 ist zu 8. Wir wollen aber natürlich nach 6 hoch. Mal gucken, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch ein paar Portale. Zu Level 5 ist A1. Aha, ah, okay. Die Nord-Dings ist da. So, da haben wir. Ah, das ist die kleine Kette. Okay, wupp. Und schwuppdiwupps sind wir da, wo wir hinwollen. Und da ist das Level. Was hab ich gesagt? Level 4 war das. Genie, Level 5. Level 5. So, dann gucken wir mal. Hier sind wir Level 5. Und zwar Level 5. Genau. So, Level 5. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben hier ein Portal. Portal zu Level 4 A1. Das ist da. Das wäre dann bei Portal A1. Da sind wir. Genau, das Portal ist hinter uns. Perfekt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. So, sehr schön. Links und rechts sind nur ein paar Räume, aber ich will mir die trotzdem mal angucken. Okay, da war was drinne. Und da auch irgendwo was drin, aber im Hintergrund hört man schon wieder die Spinnen. So, und wenn ihr jetzt euch fragt, wie kommen wir dann natürlich hier raus? Natürlich hier durch den Gang durch und schon sind wir in dem Durchgang. So, genau. So, und jetzt müssen wir gucken, wir wollen nach Level 4. Da haben wir zwei Möglichkeiten, einmal die x1 und einmal das x3. Wenn ihr euch fragt, was das für Koordinatensachen sind, die ich hier ansage, wie gesagt, ich habe mir ein paar Karten besorgt. Und da sind die sind sehr detailliert aufgezeichnet. Da sieht man genau was, also man sieht anhand von Kombinationen, wo was ist. Und das ist das Schöne. So, jetzt bringen wir, da ist x1. Das sind aber zwei Durchgänge, aber da ist ein R. Das heißt, das ist ein Runen. Okay, gut. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter. Nachher. Okay. Das Y ist, was ist das Y? Das Y ist ein Penti. Was ist ein Penti? Ah! Da liegt was drin. Okay, gut. So. Jetzt bin ich da. Jetzt muss ich hier rüber und dann einmal runter. Okay, ups, nein, das war einmal falsch. Das war falsch. Ich will so, so zur Seite. Und jetzt laufen wir runter. Und dann haben wir da eine Tür. Da gehen wir durch. Dann ist hier ein Schlüsselloch. Und zwar das Schlüsselloch L4. Zwerge können das aufbrechen. So, jetzt laufen wir hier rum, gehen hier und laufen jetzt im Endeffekt hier. Da ist eine Rune, da können wir durch. Genau, und zack. Und dann haben wir das Level 4 erreicht. So, das war jetzt die X1 und die kommt auf Level 4 zu X2. Ja, nein, zu X4. Nein, doch X2. So viele.
Doch, es gibt X, genau, vier Stück gibt es. Also X2 habe ich gesagt. Das ist da. Gut. Wir wollen jetzt nach oben in die dritte Ebene. Das heißt, wir gehen über X3 oder X4. X4 ist für uns einfacher zu erreichen. Oh, wir gehen hier. So, jetzt sind wir hier. Gut. Müssen wir die Tür aufmachen, um da reinzukommen? Ja, müssen wir. Aber die Tür kriegen wir auf. Das ist kein Problem. Zack, zack. Okay. Aber wenn wir jetzt da durchgehen, dann geht garantiert die Tür hinter uns zu. Sag ich doch. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch die blöden Netze bewegen. Zack. Aber das kriegen wir hin. Zack. Zack. So. Jetzt hier hoch. Ja, und da war der Hase im Pfeffer. Wir haben uns nämlich genau dahin manövriert, wo wir nicht hin wollten. Wir kriegen die Tür nämlich nicht auf. Da müssten wir nämlich durch. Okay, gut. Dann gucken wir mal, ob unser Schurke. Das geht nicht. Okay, dann gehen wir zwei weiter. Das funktioniert auch nicht. Ja, das war jetzt natürlich nicht so intelligent. Das heißt, wir müssen uns einmal komplett durch die ganze Ebene durchprügeln. Nein, wir wollen X4. Ich wollte aber dann X1. Das ist da oben. Das heißt, wir müssen uns einmal durch die Spinnen hier durchkämpfen. Ja, wir haben richtig gehört, hier gibt es Spinnen. So, da haben wir. So, ich muss jetzt nur gucken, wo wir hin müssen. So, ist interessant. Da sollte eigentlich gar kein Netz sein, aber da ist ein Netz. Okay. Aber gut, wir gehen hier lang. Den Gang. Kommen hier hinten hin. So. Und dann ist hier ein Durchgang. Genau. So, und dann gehen wir hier lang. Dahinter ist eine Spinne, aber die Spinne lassen wir Spinne sein. Pfui, Spinne. So. Da ist eine. Aber hier müssen wir hier durch, weil wir sonst nicht dahin kommen, wo wir hinwollen. So. Zack, zack, zack. Irgendwo war hier aber, also wenn ich das gerade richtig gesehen hatte, war hier eine Spinne. Aber die ist jetzt wohl gerade mal außer Haus. Okay. So, wir sind jetzt da. Ja. Okay, wir gehen jetzt hier durch und gehen eins. Ah. Genauso. Das heißt, wir müssen einmal komplett. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ach ja, gut, also zurück das Ganze in den Raum, wo wir gerade waren. So, wir sind jetzt hier. Kommen jetzt hier hin, da ist ein Durchgang. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch die Spinne durchkämpfen. Ich liebe so etwas. Abgesehen davon, dass wir natürlich. Ups, okay, das war jetzt nicht so gut. So. So. Hier war nur eine Spinne. Oh, okay. Gut, eine Spinne. Sehr schön. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das wirklich so der Tatsache. Ah, da ist auch zu. Das ist praktisch. Spinnen spinnen sich selber ein. Die kommen dann nicht durch ihre eigenen Netze durch. Das ist intelligent hoch 10. Gut, so, und jetzt rennen wir hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt rennen wir da hoch. Und den nächsten Gang dann abnehmen. So, so, da. So, dann haben wir hier ein Netz. Das wird mir auch angezeigt. Und da kommt eine Spinne. Ruhig, Spinne. Das Schöne ist, wir haben jetzt mittlerweile. Oh, da ist ja noch eine. Okay. Also irgendwo hier war ein Durchgang. Eigentlich. Oder auch nicht. Gut, das nützt uns jetzt natürlich auch nicht. Das heißt, wir sitzen jetzt wirklich definitiv in der Falle, weil wir nicht weiterkommen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Also. Ah! Nee, Moment. So, da.
Gut, dann nehmen wir uns jetzt nochmal die Spinne vor. Und die. Gut. So. Heiliges Symbol. Ein Gift. Heilen haben wir jetzt natürlich nicht. Können wir mal Gift verlangsamen. Gut. Haben wir noch eine Gift-Heilen-Rolle. Kritische Wunden heilen. Gebet. Schutz. Gebet. Gebet. Leichte Wunden. Segen. Person festhalten. Magiebann, schwere Wunden heilen, Schutz, haben wir nicht, Gifttrank, Heilungstrank. Wir haben doch irgendwo vorhin einen Giftheilungstrank gefunden. Trank, nehmen wir mal den, geben wir den in die Hand. Okay. Nee, nützt nichts. Auch nicht. Ja. Was ist das? Schnelligkeit. Riesenstärke. Jetzt bräuchte man die Zwerge. Ah, doch, da, Giftheilungstrank. Ha, perfekt. Da haben wir doch einen. Gut, perfekt. Sehr schön. So. Da haben wir einen Ring. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Aber wir haben einen. So, da haben wir noch einen Pfeil. So, jetzt nur die Frage. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus, ohne dass wir uns... Ja, So, da unten kommen wir... Links, da kommen wir nicht mehr raus. Da kommen wir nicht raus. Q, was ist noch Q? Eins. Ah, okay. Von da aus kommen wir in die fünfte Ebene. Also nehmen wir das. Das wird uns das Einzige, was uns jetzt übrig bleibt. So. So, wir sind jetzt in diesem Raum. Genau, wir sind jetzt in diesem Raum. Genau. So, und wir müssen jetzt hier hin. Und dann dahin, gehen hier durch. Dann sind wir in diesem Raum, gehen hier lang. So, und jetzt müssen wir ganz schnell agieren. Gut. Das ist jetzt natürlich nicht so sinnig gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir jetzt nämlich gleich zwei Gift-Heilungstränke verbrauchen müssen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Was war das nochmal? Das war ein Heilungstrank. Das heißt, ich muss da noch ein. Ja, ich weiß. Scheiße. Der kann jetzt natürlich keinen mehr nehmen. Gut. Okay, damit hat sich das erledigt. Ach, Leute, ich sag's euch. Das ist wieder mir das typische, hättest du mal gespeichert. So, jetzt muss ich nämlich wieder gucken, wo ich bin. Ich bin nämlich jetzt in hier. So, das heißt, wir sind jetzt wieder auf Level 9. Nein, stimmt gar nicht, auf Level 8 waren wir. Das ist Level 8, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist da, wohin geht. Genau, das ist da, Level 8. Genau, so. 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 Das ist da, wo wir hin. Wir wollten aber ja eigentlich in die andere Richtung, weil wir dadurch das C nicht durchkommen. Aber wir machen das jetzt ganz einfach.
So, Moment, wir sind hier. Wir sind hier. Also nochmal. Das wird heute wieder. Also ich bin heute wieder ein bisschen, dass dadurch, dass das passiert ist, was nicht passieren sollte, sind wir jetzt etwas, ja, Genau. So, Moment, ich will jetzt gerade mal was kurz gucken. Also, ich muss nach da. Das ist von 7 nach 8. Gut, da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss einmal hoch und müsste dann wieder runter. Aber das bringt mir ja nichts. Ich will ja nach oben. Gut, also müssen wir auf. Das ist falsch. Wo wollte ich denn von hier? Ich wollte da nicht A2. Nein. Ich bin vorhin. Über X2. Was suchst du denn? Welchen? Ich. Welchen schwarzen Teppich? Im Flur. Keine Ahnung. Wo der ist. Den haben wir, glaube ich, komplett weg. Bin mir aber nicht sicher. X1. X2 ist zu 9. Ich war über die 9. gegangen, also muss ich einmal nach unten. Ich hätte also auch gleich da unten bleiben können. Das wäre also nicht schlimm gewesen. So. Das heißt aber jetzt, ich bin jetzt hier. Wenn ich da gehe, komme ich zu Level 7. Das ist aber das falsche Level 7. Weil da nützt mich nichts, wo ich hin will. So. So. Level 7, wenn ich jetzt hier hochgehe, ist das nach X4. Genau, das ist da. Da will ich aber nicht hin, weil ich da ja nicht durchkomme. Gut, okay, also muss ich nach unten und muss von unten mit der hier von unten dann mit der A1 nach oben. Genau. Also muss ich wieder zurück. Gut. Das heißt, ich kann entweder so rumgehen oder ich gehe so rum. Also gehe ich jetzt hier hin. Ich laufe jetzt einfach mal einen anderen Weg. So, genau. So. Da wäre es nach X1. Ich laufe jetzt den Weg geradeaus weiter. Gehe jetzt nach da, laufe nach da, nach da und dann dahin. Gut, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Gut, sehr schön. Zack. Gehe hier weiter. Bin am Ende. Laufe hier. Jetzt kommt gleich ein Raum. Da ist der Raum. Dann geht es hier nach Norden und da kommt was. So, den haben wir schon mal gezeigt, wo der Hase langläuft. Ich weiß, ich habe jetzt nur von mit Zweien gearbeitet, statt mit allen. Aber dahin wollte ich gar nicht. So, gut, jetzt sind wir da. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht's nach da. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Runter. Genau. So. Das war X2 nach X1. Ich bin hier. Und jetzt machen wir uns wieder dahin auf, wo wir hinwollen, um dahin zu kommen, wo wir hergekommen sind. Also, jetzt geradeaus, nach da, nach da. Und wenn wir durch das Portal gegangen sind, was wir jetzt hier in diesem Raum finden. Ah, das sind übrigens ein paar Schuhe. Die werde ich mir gleich mal holen. Irgendjemand hatte doch noch keine Schuhe an. Der hier. Schuhe. So. Der Zwerg hat auch noch keine. Die Zwerge haben auch noch keine. Das ist ja was. Keine Schuhe. Heieiei. So. Hier hatten wir gesagt, der da. So. Dann mache ich mir mal Dings. Dann mache ich mal hier den Dolch. So, und jetzt sind wir, das ist die A1. Das A1 führt uns nach Level 7 auf
A2, das wäre dann dieses hier. So, genau. So. Und jetzt gucken wir mal. Also, wir haben. Achso, jetzt stecken wir den erstmal weg. So. Also, wir haben das große oben und das. Mal gucken, was wir hier haben. Also, da fehlt das kleine, das nach Norden. Das A1 wird ein Level 5 und das nach Westen zu Level 11. Okay, das ist also nicht das, wo wir hinwollen. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Da fehlt, das ist A3. Aber da haben wir ja auch zwei. Was ist denn das für ein Gag? A3 führt uns nach Level 4. Ah, okay, dann nehmen wir natürlich das und gehen hoch nach Level 4. Genau nach Level 4 wollten wir ja eigentlich auch. Und dann kommen wir da raus. Genau. So, perfekt. Sehr schön. Jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollen. Nein, nicht ganz da, wo wir hinwollen. Wir könnten natürlich noch ein Stückchen höher, aber wir sind schon mal auf Level 4. Das ist schon mal nicht schlecht. Also so rein theoretisch. Jetzt gucken wir mal, wo kommen wir von hier aus nach Level 3? Über X1 oder X4? So, wir sind hier. X1 ist, ja, wo ist es denn? Da. Und X4 ist da. Gut, da kommen wir jetzt nicht hin. Aber durch das Portal haben wir uns jetzt. Wie? Wir kommen hier nicht durch. Ich, das aber nicht nett. Dann muss ich da runter. Dadurch. Ah, okay. Dann machen wir das eben so. Okay. Gut. Normalerweise kommt man durch diese Wand durch. Das klappt jetzt aber nicht. In die Richtung können wir nicht. Also gehen wir in die Richtung. Und zwar bis zu dem nächsten Gang. So, hier. Jetzt gehen wir hier weiter. So, wenn wir jetzt hier lang gehen, geht da das Loch auf. Ah, okay. Gut. Also, das ist da, wo wir nicht weiterkommen, aber. Ah, da ist wieder. Ist sie? Hier ist ein Karen. Aber da nützt uns ja nichts. Okay. Gut. So, gut. Dann gehen wir weiter. So, zack. Moment, hier ist irgendwo was. Ich weiß, ein Button. Ah, da. Jetzt ist nur die Frage, was macht der Button? Macht der was auf oder zu? Da ist der Durchgang. Ah, okay, gut. So. Da und dann geht es da nach unten. Das ist aber nicht da, wo wir hinwollen. So, hier haben wir ein Schild, ein Zwergenschild. Den nehmen wir mal mit. Weil wir wissen ja, da haben wir einen Zwergenhelm. Hat irgendjemand noch keinen Helm hier? Nein, haben alle Helme. Geben die Helme uns irgendwie Rüstung extra? Jetzt mal gucken, Rüstung 6. Wenn ich den Helm absetze, habe ich Rüstung 6. Okay, gut, dann ist das nicht, aber den Helm nehmen wir trotzdem mit. Man weiß ja nie. So, was steht da? Notausgang. Ja, das ist ja Notausgang. Ich will ja raus. Ach so. Ah, okay. Wenn wir da runterspringen, kommen wir. Ah, okay. Nein, da wollen wir natürlich dann nicht hin. Das heißt, wir gehen jetzt. Wir müssen doch irgendwie da hoch, aber wie? Hä? Einmal durch die ganze Ebene durch. Okay, also kämpfen wir uns quer durch die ganze Ebene. Wir haben ja sonst nichts zu tun heute. So, jetzt sind wir hier. Wenn wir da vorgehen, kommen wir in diese Kammer. Also drehen wir uns nach da. Und haben hier eine Tür. Ja, dann sind wir richtig. Und gehen bis zum Ende.
So, da ist eine Tür. Da ist der Button, mit dem wir die Tür aufkriegen. So, und wenn wir jetzt da reingehen, dann geht die Tür zu. Also nehmen wir den Stein. Ach so, wir haben keinen Stein. Aber wir haben ja noch Speere. Nehmen wir den. Gut, wir machen das anders. Wir machen hier eine Speicherung, dass falls das, was wir vorhaben, nicht funktioniert, wir zumindest wissen, dass wir hier wieder reinkommen. So, ist klar. So, jetzt sind wir aber am selben Punkt, wo wir gerade eben schon mal waren. Dies ist doch zum Mäusemelken. Aber so richtig. So. Also wir das zu. Ja, das machen wir dazu. Gut. Dies nützt uns ja nicht. Spieloption, Spielladen. Ja, gut, dann sind wir doch da. Bleiben wir da. Gut. So, dann machen wir hier die Tür wieder zu. So. Lasst mich überlegen. Lasst mich überlegen. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Wir müssen da hoch, aber wir kommen nicht dahin. Also bringt uns das nichts. Also gehen wir doch noch mal eins tiefer und gucken mal gerade. X2 kommen wir runter nach X1 von 5. X1. Dann kommen wir da raus. So, das hätte uns also sowieso nichts geholfen. Und X2 kommt zu 6, aber wir brauchen X3. Und X3 ist da. Dann kommen wir aber da hoch. Das heißt, wir sitzen auf der Ebene 4 fest. Wir kommen von der Ebene 4 nicht wieder weg. Dies ist aber unheimlich ärgerlich. Gut, bringt nichts, nutzt nichts, können wir nichts gegen machen. Also, lasst mich überlegen, lasst mich überlegen. Von da, ah, das geht nur nach 7. Wir müssen irgendwie wieder hochkommen, aber ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Wenn wir O2 fahren, gehen wir nach links in Q1. Und dann kommen wir da raus. Nützt uns aber nicht viel. X1 hier kommt auf X2 da. Ja, genau, dann kommen wir wieder da hoch. Es nützt uns nichts. Das ist X4 hier nochmal. Das ist Ebene 3. Ja, da kommen wir nicht runter. Wenn wir X3 ist für X3. Dann sitzen wir hier fest. Wir müssten nach X1, aber da kommen wir nicht hin. Ja. Und. Es ist jetzt richtig übel, kann ich euch sagen. Hier kommen wir. Das haben wir nicht. Haben wir eigentlich auch, gibt es eigentlich auf Ebene 3 Portale? Nein, da gibt es aber noch keine Portale. Weil wir die erst ab dieser Ebene bekommen. Das ist jetzt aber übel. Okay, dann müssen wir uns ab Level 4, ab Level 5 weiterkämpfen, weil hier finden wir jetzt nichts mehr. Was uns hilft.
Also gehen wir hier mit der x2 auf da x1, dann kommen wir daraus. Gut, dann machen wir das eben so. Okay. Ja, so passiert das. Ja, genau. Ja, da hast du recht, Kistenkarte. Das stimmt natürlich. Wenn sie durch das Netz durchkämen, wüsste ich nicht, wie viel wir hätten. Und dann würde ich natürlich richtig übel dastehen. Lustig ist, von hier komme ich durch diese Räume durch, auf der anderen Seite nicht. Gut, oder? So. Obwohl, von hier? Ja, doch, jetzt geht's doch auch von dieser Seite. Lustig, lustig ist das Zigeunerleben. Nein, das Zwergenleben oder so ähnlich. So, wir sind jetzt hier. Und ich will, wo will ich eigentlich hin? Was heißt T? Das sind Teleporte. Ah, das ist. Ah, X4, kommen wir nach X1. Wir gucken jetzt natürlich mal, wo wir hier Dings. So, wir gehen dahin, dann kommen wir da runter. Dann dahin. Okay. Hey, da ist noch, sind zwei Räume komplett nur voll mit Dings. Das ist natürlich. Mit Dings. Mit Durchgängen. X2 ist zur Ebene. Ah, von X2 kommt man von unten nur hoch, nicht von oben nach unten. So, also wir gucken jetzt mal, dass wir. Dass wir. Von hier aus zu X4 kommen. Das denke ich mal, wird das Idealste sein. Da können wir nämlich dann durch eine Instanz, durch die wir vorher noch nicht gegangen sind. So, aber bevor ich jetzt was Dummes mache, so, wir sind hier. So. Da ist, also gehen wir jetzt hier. So, dann sind wir an der Wand. Das heißt, wir gehen da. Warum jetzt hier natürlich keine Zwerge mehr sind, das ist jetzt natürlich sehr interessant zu wissen. Jetzt gehen wir. Nein, das war falsch. So, wir gehen hier lang. Und jetzt hier ganz runter. So. Genau, so, jetzt gehen wir hier weiter. Genau, da lang. Da lang. Und dann stehen wir vor einer Wand, wo keine sein sollte. Was ist denn das für ein Gag? Hä? Hier sollte gar keine Wand sein. Was ist denn das für ein Gag? Hey, da ist keine Wand. Na doch, da ist eine Wand, aber der Schalter ist auf der anderen Seite. Willst du mich veräppeln oder so? Wenn ich dahin gehe, komm. Seid froh, dass ihr nicht seht, wie ich hier rummache. Das wäre ganz lustig. So. Da ist der Kleriker. Da wusste ich aber nicht hin. Da ist ein Zwerg. Da ist der. Adventure. Ich muss. Wie komme ich denn da runter? Nein, da runter komme ich doch gar nicht. Q3, wie komme ich von T1? Das heißt, ich muss dahin, um dahin zu kommen. Okay. Gut. Dann machen wir das doch. Weil das müsste ich hinkriegen. So, zack, zack, zack. So, halt. Aber nur, wenn ich die Tür hier aufkriege. Und die kriege ich nicht auf. Ich doch schon euch melden. Ach so. Brauche ich ja gar nicht. Ich gehe einfach hier rüber. Gehe hier durch die Tür durch. Gehe da lang. Tür zu, egal. Ich bin auf der dahin, wo ich hin will. Perfekt. Ich bin gut. Na gut, den Weg hätte ich mir jetzt sparen können, aber okay, gut. Also da lang. Dann gehen wir jetzt hier lang.
Da haben wir einen Hebel, den machen wir auf. So. Jetzt sind wir hier. So, und ich muss gerade durch. So, den nehmen wir mal mit. Nein. So. Ah, okay. So, das ist jetzt natürlich ganz übel, weil wir müssen jetzt natürlich gucken. Weil jedes Mal, wenn wir uns jetzt bewegen, müsste eigentlich eine Tür aufgehen. So, wir sind jetzt da. Da ist der erste Gang. Da ist der zweite Gang. Gut, okay. So, da haben wir wieder einen Ring. Den machen wir rein. So, jetzt geht's nach da. So, und, ups, nein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Das ist aber ganz schlecht. So. Lustig. Lustig ist das, die Zigeuner leben da ja feierho. So, jetzt haben wir den Schlüssel, den wir brauchen, um ja, und jetzt stehen wir gut da mit unserem Talent. Weil gut, andere Option. Wir geben das Ganze von der anderen Seite an. So. Wir waren hier. Sind runter. Genau. So, jetzt sind wir wieder hier. Das ist da, wo wir... Nee, das ist da. So, Moment, jetzt muss ich gucken. Wir sind runtergekommen. Ah, okay. Dann ist das nach da, der Durchgang. Okay, gut. So, da wollen wir aber natürlich nicht hin. Weil wir wollen dahin. Zack, zack, zack. So. Nö, das ist nicht da, wo wir hinwollen. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Da ist eine Rune. Wo sind wir jetzt? Ah, das ist der. Ah, okay, gut. Also, das ist der da. So, dann ist das der Raum. Wir wollen hier hin. Okay. Wir hätten doch durch die Wand gemusst. Haha. So, jetzt aber. So, jetzt rennen wir ganz nach oben. Gehen nach da. Gehen nach da. So. Das ist Ding. Hier oben ist ein Loch in der Decke. Oder es hätte ein Loch in der Decke sein sollen. Das heißt, wir kommen jetzt. So. Das ist die Tür, wo wir durch wollten. Genau. So. So. So, genau. So kriegen wir es hin. So, den Schlüssel nehmen wir mit. Dahin. Nein, dahin. So, dann gehen wir hier weiter. Gehen hier durch. So, machen hier auf. Nehmen den Schlüssel. Schließen die Tür auf. Gehen hier rein. Haben erstmal eine neue Rüstung. Die kriegt der hier. Dafür kriegt der... Achso, der kann die nicht tragen. Der kann die auch nicht tragen. Also lassen wir die hier. Nehmen die mit. So. Und jetzt... Nützt uns das nichts, weil wir da nicht durch den Teleporter durchkommen. Ha, 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 ha.
Ja. Okay, probieren wir es mal. Wir geben das. Moment, wir geben das einem Zwergen in die Hand. Verdammt. Okay. Das war das war. Wir sind schlau und doch nicht schlau, weil wir haben zwar jetzt, aber wir kommen nicht raus. Gut. Da ist aber ein Teleporter. Zwei. Das heißt, wir sind, da sind wir reingekommen. Das heißt, wenn wir jetzt nach da weitergehen, da haben wir erstmal ein paar Schuhe, aber die nehmen wir nicht. Wir gehen hier durch. Da ist der zweite Schlüssel, den wir brauchen, um zu dem Teleporter zu kommen. Denn T2 li liefert uns nach T2 liefert uns nach Q4. Wo ist Q4? Q4 ist da. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ist natürlich ganz gut gemacht. So. Zack, zack, zack. Da ist der Teleporter. So, jetzt sind wir hier. Müssten wir eigentlich hier alles. Ah, sehr schön, sehr schön. Das muss einem erstmal gesagt werden. So. Ja, so klappt das. Genau. Jetzt haben wir nämlich den Schlüssel, um von hier aus zu dem Teleporter zu kommen. Und kommen mit diesem Teleporter zu Q3. Da, wo wir hin wollten. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Nicht ganz so schön, aber immerhin schon mal etwas. So, gut. Haben wir hier zwei Vergiftete, aber wir haben ja bis jetzt keinen Giftheiltrank benutzt. Einmal. Und zweimal. Gut, sehr schön. Ach ja. So. So funktioniert das. So haben wir das zwar nicht gewollt, aber immerhin sind wir jetzt da, wo wir hinwollen. So, jetzt machen wir hier mal Camp. Speichern. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben kurz vor 3. Gut, ja, ich bin neugierig, deswegen gehen wir noch ein Stückchen weiter, ob ich dahin komme, wo ich hin will. Das wäre jetzt natürlich schön zu wissen. So, wir sind jetzt hier. So, jetzt geht's nach da. Da geht's da weiter, genau. Da ist eine Tür. Eingang. Da ist ein Spinnen dahinter, mit Sicherheit. Dankeschön. Gut. Okay. Die Spinne haben wir erledigt. Oh, da kommt schon wieder eine. Ich hasse Spinnen. Habe ich das schon mal gesagt? Das Problem ist, dass die Spinnen auch da sind, wo wir auf der anderen Seite hinkommen würden. Witzig ist allerdings, dass hier eigentlich gar keine Tür sein dürfte. Zumindest ist da keine eingezeichnet. Das heißt, wir kommen da lang. So, das heißt, hier ist eine Tür. Da müssen wir mal eine Tür hinmachen. Interessant. Gut. Da hat derjenige, der dieses Ding gemacht hat, festgestellt, das funktioniert nicht. Mal gucken, ob wir hier uns schnell heilen können. Weil mit geheilter Dings geht das Ganze natürlich besser, als wenn wir nicht geheilt sind. So. Jetzt machen wir auf und warten auf die Spinne. Gut. Wir gehen jetzt ganz langsam vor, falls wieder eine Spinne kommt. Da kommt eine. Sehr schön. So einfach funktioniert das nämlich. So, und wenn wir jetzt hören, hören wir nichts. Hört sich wieder gut an. Wenn wir jetzt hören, hören wir nichts. Das heißt nämlich dann, dass wir hier jetzt keine Spinne mehr haben. So.
Sehr schön, wunderbar. Das wird natürlich jetzt gleich mal eins gemacht. Wir werden jetzt gleich, man lernt ja, man lernt ja. Wir werden jetzt nämlich gleich mal zusehen, dass wir hier zusehen, dass wir hier speichern. So, jetzt sind wir da. Wenn ich das mache, ist O1, ist von jetzt. Oh. Ah, das geht nicht. Also da kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, außen rum. Aber jetzt können wir erstmal eins machen. Machen wir erstmal hier diese Wand weg. Das heißt, wir kommen jetzt hier schon mal durch. Die Wand haben wir erledigt. Das war die, wo wir vorhin davor gestanden haben und nicht durchkamen, wo ich gesagt habe, da ist eine, wieso ist da eine Wand? Da soll doch gar keine Wand sein. Aber da war eine. So, aber hier haben wir Run. Das heißt, wir kommen jetzt hier durch. Gehen hier mal weiter. Oh, hier gibt es. Ah, da ist ein Zauberstab. Sehr schön. Nehmen wir mit. Zauberstäbe sind immer gut. Gucken. Hier noch was finden. Oh. Praktisch. Der hier. Stein. Ah, jetzt sind wir da. Ah, okay. Gut, das heißt, wir müssen hier irgendwo. Da ist der Ausgang, genau. Gut. So. Oder auch nicht. Ah. Sind wir hier? Da ist eine Tür. Aber wo sind wir jetzt? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Wir sind in einem Raum. Ah, das ist der Raum Q3. Gut. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. So. Das ist da, wo wir die Tür eingezeichnet haben. Genau. Jetzt gehen wir hier lang und gehen jetzt mal ganz nach hinten durch. Dann gehen wir hier lang und gehen ganz nach oben durch. So. Dann kommen wir durch den Raum. Und jetzt kommen wir hier hin. So. Und das ist jetzt tricky, weil durch die Teleporter müssen wir jetzt durch, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Nur wohin, wo, wie wir dahin kommen, das weiß ich noch nicht. So, deswegen werden wir jetzt mal hier speichern, damit wir wissen. Und dann werden wir es mal anfangen und mal gucken. Im Moment habe ich ja noch. Ich mache pünktlich Feierabend, auch wenn ich nicht pünktlich angefangen habe. So, das heißt, das. Ah, okay, also. Der setzt uns zurück. Gut. Ah, da sind wir bei einem Schalter. Das heißt, wir haben jetzt irgendwo eine Tür aufgemacht. Stellt sich nur die Frage, welche Tür? So, dann gehen wir hier durch. Da ist auch eine. Da ist noch eine Tür, die wir aufgemacht haben. Ich denke mal, das sind die beiden Türen, die uns zu X führen. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Dann gehen wir mal die. So, jetzt sind wir, wo sind wir denn jetzt? Also da ist ein Schalter. Dann ist da noch ein Schalter. Das heißt, wir sind da. Also, das bringt uns hier hin. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen jetzt mal das, also 1 auf 1, 2. Bringt uns auch auf 1. Also 1 auf 1, 2 auch auf 1. Gut. Dann nehmen wir mal, das ist 3. 3. Bringt uns auf 3. So. Dann nehmen wir 4. Hier. Was? Die Dinge sind immer das, was sie scheinen. Hier.
eine Wand. Da ist aber kein. Ah, Moment, da ist. Nee, da ist keiner. Das ist gut, da weiß ich jetzt nicht, wo ich gelandet bin. Ich weiß nur, dass ich innerhalb von 3 Stück bin. Das könnte aber heißen. Das Das geht nicht so. Da ist eine Rune. Das wäre da. Da ist eine. Da ist eine und da ist eine. Aber da ist keine. So, das ist. Da ist keine. Ah, das heißt, wir sind jetzt hier gelandet. Das wäre 5. Okay. Ah, Bär brauchen wir aber nicht, aber Futterpakete. Ja, wir haben ein Futterpaket. Futter ist immer gut. So. So, zack, zack. Dann kommen wir nicht raus. Da kommen wir aber raus. So, gut, das heißt, wir sind jetzt hier. Das ist 5, das ist da, wo wir reingekommen sind. Okay. Dann nehmen wir mal, dann ist das, also 5 weiß ich jetzt nicht, wo das ist, aber das ist 6. Haben wir mal 5, 6. Gut, 6 bleibt bei 5. So. Oh, wir schauen auf die Wand. Das ist da, wo wir runterkommen. Dann wäre, wenn wir uns nach da machen, ist das hier 7. 7. Das ist auch bei 1. Okay, das ist nicht da, wo wir hinwollen. So. Dann nehmen wir mal 7. Dann ist das hier 8. 8. Bringt uns zu den Schaltern und zwar zu dem und dem. Gut. So. Und 2 hat uns zu 1 geführt. 4 führte uns woanders hin. 4 führte uns dahin, wo wir hin wollten. So, das heißt, das wäre hier 4. Dann nehmen wir mal hier 5. 4, 8. Das 8 führt uns zu 8. 8. Und dann machen wir 9. Führt uns zu dem. Ah, 9 führt uns zu 9. 9. 9. Gut, dann kommen wir jetzt, wenn wir hier rausgehen, wieder auf 1. Genau. So, okay. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das. Das. So, haben wir. So, dann ist das 10. Mal gucken, wo uns 10 hinführt. 10 ist das, genau. 10 führt uns dahin, zu 3. Was? Wieso führt uns 10 zu 3? Das kann doch gar nicht sein. Nein. Vier führt uns zu 4. 4. 4. 4, genau. Und dann gehen wir nach da und gehen nach da. Dann landen wir da. So. Und was führte uns zu 5? 6. Das war also der da. Führt uns zu 6, genau. Dann sind das hier 11. 11. Wir mal gucken, wo uns 11 hinführt. 11 führt uns zu einer Tür, aber zu einer Tür. Aber
Wenn ich das richtig sehe, müssten wir jetzt die Tür aufmachen können, genau. Ja, wir haben die Tür auf, genau, perfekt. Da ist die zweite Tür offen. Und dann haben wir hier eine dritte Tür, die offen ist. Genau, okay, wir haben es geschafft. Ja, sehr schön. Wir haben nur hier wieder eine Tür, die nicht eingezeichnet ist und deswegen uns nicht funktioniert. So, perfekt, ich habe den Weggang durchgefunden, wo ich hin wollte. Das ist wunderbar, das passt, das ist sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt hier runter auf die Ebene 5. Nein, auf die Ebene 6. Genau, Ebene 6. Und zwar von X4 auf X1. Dann sind wir da. Mal gucken. Wir gehen mal runter. Und wenn wir da unten dann da weiterkommen, wo ich denke, dass wir weiterkommen, wir müssten hier nämlich eigentlich die Tür offen haben. Das heißt, wir müssen hier zwei Sachen ablegen. Oder auch nicht. Dies ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wie kriegen wir diese beiden Türen auf? Gut. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten und kommt trotzdem nicht rein. Das ist natürlich nicht sinnig, gar nicht sinnig. Ah, doch, jetzt geht's. Okay, was passiert, wenn wir jetzt hier wegnehmen? Passiert gar nichts. Okay. Tür ist offen. Wir können unsere Sachen wieder einpacken. Okay. Gut. Dies ist jetzt natürlich nicht Sinn der Sache. Aber. Ja, sehr schön. Wir sind aufgestiegen. Juhu. Perfekt. So. Schlüssel. Da kommt der nächste. So. Oh, ein Stab. Sehr schön. Den packen wir mal hier. Nein, den packen wir nicht dahin. Den packen wir dahin. Das sollte aber funktionieren. So. Also, wir sind da. Dadurch. Wir sind. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da ist die Tür. Das heißt, wir sind. Das ist der Gang nach unten. Das ist der Gang nach vorne in den Raum rein. Gehen wir mal rein. Gucken. Ah, da ist ein Ei. Ah, das ist eins von diesen Kenku-Eiern. Genau. Das ist von denen. Hier müsste in fast jedem Raum eins liegen. Da liegt keins. Oh. Ah, da ist noch einer. Okay, den holen wir uns aber jetzt. So, gut, dann haben wir das auch erledigt. Das waren jetzt nämlich alle, die wir hatten. Also alle Gegner, die wir kriegen in dieser Runde. Den nach da, den nach da. So, den dann nach da. Eins, zwei. Nochmal zwei nach vorne. Dann gehen wir eins zurück, dann kriegt der seinen Speer.
Ah ne, zwei zurück. So. Und dann kriegt er seine ganzen Dolche wieder. Bis auf einen, der irgendwo im Gang liegt. So. Gut. Wir holen noch schnell den Gang und dann gehen wir da hinten hin und machen da hinten Pause. Zack, zack. So. Wir werden hier hinten unsere Pause diesmal machen. Das heißt, ich werde hier jetzt speichern. Speichern. Spielende. Spielende. So. Warte mal einen kleinen Moment. Warten. Seht ihr natürlich wieder links. So, wir gehen in den Chatting-Bereich. So, genau. Okay, gut. Also, wir sind heute relativ weit gekommen. Aber ich sollte mir noch notieren, wo ich bin. Da war ich heute. Das X machen wir mal. Heute haben wir den 12.02. Hätte ich mir eigentlich merken können. Heute hat eine gute Freundin Geburtstag. Da sie aber den Stream hier nicht sieht, gratuliere ich jetzt hierüber nicht. Ja, wir haben heute eine ganze Menge geschafft. Danke, Kistenkater, danke. So, und ich will jetzt am Ende noch ein paar Sachen sagen, die mit der Organisation meines Twitch-Kanals und entsprechend dann natürlich auch dem YouTube-Kanal zu tun haben, wie das in der nächsten Zeit ein bisschen weitergeht, weil es werden sich ein paar Sachen ändern. Das hatte ich ja schon vorweg gesagt. Ich bin jetzt seit 2 Wochen in der Umschulung. Letzte Woche habt ihr gemerkt, dass gar nichts war. Es ist alles flach gefallen. Ich hatte zwar YouTube-Videos hochgeladen, die habe ich aber nur hochgeladen, weil ich noch genügend hatte und es klappte. Das wird auch in der nächsten Woche jetzt so sein. Das Video, was ihr jetzt heute habt, oder was wir jetzt aufgenommen haben, das wird jetzt die nächsten Tage hochgeladen werden. Dann schenkt man wahrscheinlich, wenn ich es schaffe heute, dass ich es morgen hochladen werde oder morgen hochkriege, dass es entsprechend auf dem YouTube-Kanal morgen verfügbar ist. Mittwoch und Freitag kommen dann noch zwei Altvideos. Und dann ist mein Vorrat an Videos erstmal aufgebraucht. Das heißt, ab nächster Woche muss ich natürlich neue Videos produzieren. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, das ist immer so ein bisschen so die Prämisse dabei, dass es funktioniert. Also, dass es meine Vorstellungen sich mit dem decken, was ich mir vornehme und was dann aber in Wirklichkeit klappt oder nicht klappt. So, wenn das nächste Woche klappt, mache ich am Samstag nächste Woche einen React-Stream. Der wird eventuell, je nachdem, wann ich den mache, auch länger sein als nur diese 2 Stunden, die ich sonst mache. Das weiß ich aber noch nicht. Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, was ich mit meinem Mann plane. Und ob wir vielleicht in der Stadt unterwegs sind und ich dann natürlich nicht so viel Zeit habe. Das sehen wir dann aber dann. Genau. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, wir machen das erst nachmittags, dann würde ich vormittags mir die Zeit nehmen zum Streamen und nachmittags würden wir dann weggehen oder was. Das weiß ich aber noch nicht, wie gesagt. Also da will ich mich nicht festlegen. Aber wenn alles klappt, Samstag Stream. Irgendwann guckt in den Kalender, beziehungsweise in die Zeittafel auf Twitch, da kriegt ihr das mit. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich noch die Woche mir was bastle und das auf Facebook hochlade, sodass ihr dann seht, ah, Facebook dann und dann. Gut. So, das zum einen. Zweitens, am Sonntag gibt es wieder wie heute einen Stream. Aller Voraussicht nach, genauso wieder spielen. Weil beim Spielstream schneide ich nicht großartig viel. Weil ich da dann ja entsprechend das 1 zu 1 hochladen möchte. Da wird nicht viel geschnitten und fertig. So. Deswegen lasse ich auch das, was ich jetzt hier gesagt habe, drinne. Falls das die Leute sehen, damit sie wissen, was Sache ist. Also am Sonntag wird jetzt ab sofort immer gegamed, weil ich sonntags den Stream dann nicht schneiden muss. Sondern mache ich einfach vorne das Intro dran, fertig, hochgeladen, Feierabend. So, gut. Das so viel dazu. Inwieweit sich das in den nächsten Wochen und Monaten nochmal verändern kann, weiß ich doch nicht, weil es hängt bei meiner Umschulung noch an was dran. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat sich das eh erledigt mit Umschulung. Aber das ist noch nicht ja, trockenen oder nassen Tüchern. Also mir wäre es lieber, wenn es weitergeht, weil mir macht die Umschulung unheimlich Spaß. Und deswegen. Aber was ich euch schon sagen kann, egal wie es ist, egal
ob die Umschulung weitergeht oder nicht, ist es so, dass ich im April, am Anfang April, also in den Osterferien sozusagen, weil die habe ich dann auch, da werde ich dann ein bisschen mehr streamen oder auch gucken, dass ich da dann zum Beispiel hier News mache und auch ein bisschen so berichte, was haben wir hier mit Dings gemacht, was ist mit meiner Umschulung, wie läuft die und was ist da so jetzt gelaufen und schon und alles, damit ihr da ein bisschen Infos dazu natürlich auch kriegt. Und ich werde dann auch, wie gesagt, ein paar Reakt-Tage hintereinander machen, sodass ich mir ein paar Videos vorbereiten kann. So zwei, drei Reakt-Tage, die ich wegmache und dann entsprechend mir die Videos für die Zeit nach den Ferien mache, falls ich dann die Umschulung weitermachen muss, weil bis dahin steht fest, ob ich sie weitermache oder nicht. Also bis an Ostern weiß ich das. Entweder habe ich ein schönes Ostergeschenk oder ich habe ein bescheidenes Ostergeschenk. Je nachdem. Gut. So. So viel dazu. Ich bedanke mich natürlich bei euch allen, die ihr mir zugeschaut habt, die ihr mir folgt. Und wenn ihr das mal live hier erleben wollt, natürlich jetzt nicht so, wie das heute passiert ist, sondern natürlich mit dem Live-Kanal, dann guckt doch mal bei Twitch. Der Kanal ist da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist auch ich glaube, der YouTube, nein, der YouTube nicht, der Facebook-Account verlinkt. Da könnt ihr dann auch in eine Gruppe gehen. Da kann man ein bisschen reden. In den Osterferien nehme ich mir auf jeden Fall vor, dass ich mich ein bisschen um die Umgestaltung des Streams kümmere. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Das hat aber dann nicht funktioniert, weil alles viel zu schnell ging und es nicht geklappt hat. Das werde ich mir in den Osterferien vornehmen. Und, was will ich noch? Achso, ja, da unten ist natürlich dann auch, wenn ihr jetzt das auf YouTube schaut, da unten dann das Däumchen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Da ist dann auch der Abo-Button, der im Übrigen bei YouTube nichts kostet. Also ihr könnt da gerne draufklicken, genauso wie das Like. Ich habe jetzt gerade die Tage ein Video gehabt von Childi und der hat mir das ja auch kommentiert und er hat auch gesagt, es ist schade, dass so wenig Likes und Daumen hoch kommen. Nehmt euch mal ein Beispiel dran. Gebt einen Daumen hoch, das tut euch nicht weh, hilft aber dem Kanal. Ein Abo hilft auch dem Kanal, tut auch euch nicht weh. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glöckchen aktivieren, das ist klar, das sage ich ja immer. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, hatte ich ja schon erst, wenn ihr mal live dabei sein wollt, auf Twitch vorbeischauen, da könnt ihr natürlich auch abonnieren. Das kostet dann aber was. Aber ihr habt keine Werbung. Ansonsten unterstützt ihr mich durch das Gucken der Werbung. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen für diese Woche. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Viel Spaß. Wenn ihr das natürlich auf YouTube schaut, ist natürlich das Wochenende schon vorbei und es ist Montag oder Mittwoch oder Freitag. Und ja, wenn es Freitag ist, ist es natürlich hier schön, weil wenn es Freitag kommt, dann ist jetzt auch schon wieder das Wochenende vor der Tür. Gut, aber ich mache jetzt Schluss und wir sehen uns wieder. Tschüss, eure Josie.